Hello und vielen Dank an unsere Wetterhelden. Ja, Pascal, bei dir steht jetzt zwar der Sport im Vordergrund, aber ich glaube, beim Hockeyspiel gestern, da gab es noch einige andere Nebenschauplätze. Ja, da wurde nicht Hello, sondern Au Au eher gerufen, leider. Aber zum Glück nicht ganz, ganz Schlimmes passiert. Wir beschäftigen uns jetzt nochmal mit einem Spiel aus der Hockey-Bundesliga. Drei Spieltage vor Schluss, da war der Düsseldorfer Hockeyclub in der Hallenhockey-Bundesliga West Vorletzter und musste jetzt gegen den Tabellenletzten ran. Es war ein extrem wichtiges Spiel, denn man hatte 3 Punkte Vorsprung und ja auch das deutlich bessere Torverhältnis. Man hätte also alles klar machen können, aber ganz so einfach war es dann nicht. Knapp 10 Minuten vor dem Ende windet sich der Kapitän des DHC vor Schmerzen, weil er sich zuvor bei dieser Aktion das Jochbein gebrochen hat. Da er seinem Team aber weiter helfen will, macht er weiter. Die Entwicklungen des Spiels tun ihr Übriges dazu. Zum Start sieht es erstmal gut aus. Nach einer schönen kurzen Ecke macht Clemens Oldhafer das 1:0. Fast schon artistisch die Vorarbeit. Und auch eine Standardsituation führt zum 1:1. Danach passiert dann auch mal was aus dem Spiel heraus. Da sieht die DHC-Abwehr allerdings nicht gut aus. Tim Weingartz bringt den Tabellenletzten erstmals in Front. Und auch danach sieht die DHC-Bank, dass der Gast am Drücker bleibt. David Franco bekommt hier mehr Geleitschutz, als dass er gestört wird. Und Philipp Jansen wird auch noch vergessen. Das 1:3. Der DHC bleibt weiterhin erstmal nur durch Ecken gefährlich. Dabei ist er aber effektiv. Bei den Gladbachern lauert Philipp Jansen hier vor dem Düsseldorfer Kasten und es reicht aus, einen auszuspielen, um Jansen in Szene zu setzen. Das hat er stark gemacht. Und bei Düsseldorf, da muss auch fürs dritte Tor eine kurze Ecke herhalten. So bleibt man aber zumindest dran. Einen Angriff gibt es noch in Halbzeit 1 und den schließt Dominik Giskes ab. Zu diesem Zeitpunkt noch unversehrt. Wichtiges Tor, denn es fällt quasi mit dem Seitenwechsel. So ist also noch fast nichts passiert und in Halbzeit 2 liegt zunächst wieder der DHC vor. Und zum zweiten Mal ist der Kapitän erfolgreich. Dieses Mal hat er Glück, dass er seinen eigenen Abpraller erwischt. Aber wie in der ersten Hälfte übernimmt nach frühem Rückstand der Tabellenletzte das Kommando. Ein Pass, ein Tor, der erneute Ausgleich. Und dann bringt Mitte der zweiten Halbzeit eine kurze Ecke wieder den Gast in Führung. Das ist nicht gut verteidigt, findet auch der DHC-Trainer. Und es kommt noch schlimmer. Erst die Verletzung von Dominik Giskes und dann das dritte Tor von David Franco an diesem Tag. Gut 5 Minuten vor dem Ende liegt der DHC mit 2 Toren hinten. 2 Minuten vor dem Ende ist es ausgerechnet der Verletzte, der einen Strafschlag herausholt und ihn anschließend auch noch selbst verwandelt, wenn auch mit ein bisschen Glück. Und so kann der DHC, als die Spieluhr bereits abgelaufen ist, mit einer Strafecke doch noch ausgleichen. Der Gästetrainer anschließend fuchsteufelswild. Der 7 Meter, von mir aus kann er den pfeifen, aber dann die zweite Situation hier an der Mittellinie, 40 Sekunden vor Schluss. Es ist eine klare Ecke, weil er die in der ersten Halbzeit auch gepfiffen hat, der gleiche Schiedsrichter. Er pfeift sie nicht und im Gegenzug kriegen wir zum Schluss so eine Ecke. Und damit ist für mich einfach die Entscheidung klar. Wir sind hier um 3 Punkte gebracht worden. Sehe ich anders, beziehungsweise wir können uns auch beschweren. Wir können auch sagen, es wird ein klares Tor nicht gegeben. Und wenn es das Tor nicht gibt, dann muss man eine Ecke geben. Aus der Situation heraus entsteht ein Gegentor, also insofern würde ich es nicht gelten lassen, dass das hier die Schiedsrichter entschieden haben. Wie dem auch sei, der DHC bleibt 3 Punkte vor Gladbach. Und weil er auch noch das deutlich bessere Torverhältnis hat, ist 2 Spiele vor Schluss eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt gefallen. Dominik Giskes geht es zum Glück schon etwas besser. Wenn wir da Konkreteres wissen in den Laufen der nächsten Tage, dann halten wir Sie auch darüber auf dem Laufenden. Genauso wie über den Showdown in der Hallenhockey-Bundesliga. Denn am nächsten Wochenende stehen die letzten beiden Spiele auf dem Programm. Wenn der DHC bei euch gewonnen hatte, habt ihr euch richtig reingelegt und das war gut so. Was sagst du denn zu dem Spiel?
Ja, es war das erwartete Kampfspiel und beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe. Aber es ist sehr schade, dass wir durch sehr strittige Schiedsrichterentscheidungen anderthalb Minuten vor Schluss dann mit verdienten 3 Punkten meines Erachtens nicht nach Hause gehen. Also wir hatten beim Stande von 6-5, war das Spiel offen, da haben wir eine Ecke, die wir nicht reinmachen als große Chance, haben danach zweimal 3-gegen-1 Situationen, die wir liegen lassen, haben also die Chance, um 2 oder 3 Tore wegzuziehen, haben wir nicht geschafft. Der DRC natürlich weiterhin sehr druckvoll. Und ich kann nicht verstehen, wie man 1 Minute 40 vor Schluss jemandem eine gelbe Karte zeigt für Zeitspiel, ohne ihn vorher ermahnt zu haben, ohne Zeitstopp. Das wird bei jeder Ecke gemacht, das wird da gemacht, das wird nur nicht bei uns gemacht. Finde ich sehr schade. Und der 7 Meter, von mir aus kann er den pfeifen. Aber dann die zweite Situation hier an der Mittellinie, 40 Sekunden vor Schluss. Es ist eine klare Ecke, weil er die in der ersten Halbzeit auch gepfiffen hat. Der gleiche Schiedsrichter, er pfeift sie nicht. Und im Gegenzug kriegen wir zum Schluss so eine Ecke. Und damit ist für mich einfach die Entscheidung klar. Wir sind hier um 3 Punkte gebracht worden. Wir hätten es früher entscheiden können, auch für uns. Der DAC war mit Sicherheit auch stark und hat auch seine Torchancen gehabt. Wir hatten mehr. Und am Ende, muss ich sagen, haben die Schiedsrichter das Spiel zugunsten des DAC entschieden. Und somit haben die natürlich im Abstiegskampf die besseren Karten. Ja, das ist richtig. Der DAC hat auch schon mal Pech gehabt. Da wurde dann eine Ecke nochmal wiederholt in der Schlusssekunde gegen Neuss, was keine Wiederholung war. Aber hin und wieder muss man mit den Schiedsrichtern leben. Jeder macht Fehler, ist alles gut. Ich kann nur nicht verstehen, wenn man sich nicht mit sich reden lässt. Und wie gesagt, es ist sehr ärgerlich, dass sowas passiert. Wir müssen damit leben, ist okay. Aber nochmals, es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir haben technisch und taktisch sehr gut agiert. Der DAC hat eine sehr gute Ecke gehabt. Wir haben es verpasst, auch früher wegzuziehen. Das muss ich auch uns ankreiden. Das sind jetzt nicht nur die Schiedsrichter, logischerweise. Aber die haben damit dazu beigetragen, dass es halt am Ende so ausging. Und da bin ich absolut nicht einverstanden mit. Siehst du denn noch eine Chance für euch, den Abstieg zu vermeiden? Ich kenne das Restprogramm vom DAC nicht. Ich weiß, dass wir noch Krefeld und Krefeld zu Hause haben nächste Woche und dann in Neuss spielen. Für Neuss geht es um gar nichts mehr, für Krefeld auch nicht. Und ich kann nur sagen, es hängt jetzt davon ab, wie die Mannschaften sich, gegen die man spielt, noch reinhängen. Und natürlich sehe ich noch eine Chance. Also wenn, dann könnte ich jetzt auch nach Hause fahren und sagen, wir sind abgestiegen. Das macht ja keinen Sinn. Also wir haben Chancen, jedes Spiel muss gespielt werden. Und von daher, heute bin ich nur zufrieden, dass also meine Mannschaft, wie die aufgetreten ist, Hut ab. In so einer Drucksituation, so jung und so richtig klug gespielt, taktisch agiert, bin ich sehr froh. Und deswegen, wenn wir absteigen, steigen wir ab. Aber wir haben viel gelernt, das ist auch gut. Ja, liegt vielleicht am guten Trainer. Deshalb vielen Dank, Andi, bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Lieber Akim, herzlichen Glückwunsch zu einem Punkt oder wie man das auch immer nennen mag. Also Andi Bauch, der Trainer von Gladbach, hat mit den Schiedsrichtern gehadert. Wie hast du das gesehen? Ja, sehe ich anders, beziehungsweise wir können uns auch beschweren, wir können auch sagen, es wird ein klares Tor nicht gegeben und wenn es das Tor nicht gibt, dann muss man eine Ecke geben. Aus der Situation heraus entsteht ein Gegentor, also insofern würde ich es nicht gelten lassen, dass das hier die Schiedsrichter entschieden haben. Das geht in beide Richtungen, kann man da immer über Entscheidungen diskutieren und letzten Endes, ja, sehe ich das nicht so. Möglichkeiten für Tore waren auf beiden Seiten da. Die haben ein paar Überzahlangriffe gefahren, die Gladbacher, die ihr abgeblockt habt. Und die haben ein paar gute Querpässe vorne nicht verwandelt. Aber so ist das nun mal. Ihr habt im Prinzip endlich die Revanche gehabt für das Neusser-Spiel hier als Neuss durch ungerechte Strafecke-Wiederholung unentschieden gespielt habt. Diesmal mit einem kleinen blauen Auge davongekommen. Boah, am Ende müssen wir natürlich froh sein, dass wir den Punkt noch mitnehmen können und die Sache wieder ein bisschen klarer gestalten. Muss ich auch wirklich Glückwunsch an die Mannschaft machen, dass sie da nochmal so diszipliniert und gut rankommt und sich das Ding ganz in Ruhe auch noch holt. Am Ende, du hast die Torchancen auf beiden Seiten angesprochen, ist ein großes Thema. Unsere Effektivität, die ist in allen Spielen, sollte die besser sein. Das ist unser Problem, was sich so ein bisschen durchzieht, dass wir eben klare Chancen, wir haben dreimal, stehen wir vom leeren Tor am langen Pfosten und bringen den Ball nicht mehr unter. Und da sind wir gerade in einem kleinen Kreislauf, der etwas anstrengend ist, wo wir uns hart ausarbeiten müssen, einfach effektiver zu werden. Dann kommen wir am Ende auch nicht in die Bedrulle, wobei Gladbach natürlich auch heute echt griffig und gut gespielt hat, muss man auch sagen. Einige Leute sagen, also das Spiel ist ein bisschen sehr stark auf euren Mannschaftskapitän Dommel zugeschnitten, der immer viel in die Ecke läuft und dort hängen bleibt. Ist da was dran? Unser Spiel ist auf gar keinen einzelnen Spieler zugeschnitten. Das ist ja ein Mannschaftssport und man sieht auch in unserem Aufbauspiel, dass wir versuchen, variabel zu sein. Sicherlich haben wir es im Moment so, dass wir sehr viele ähnliche Situationen kreieren. Das hat aber mehrere Faktoren, nicht, dass wir bestimmt einen Spieler suchen. Da müssen wir sicherlich intern nochmal uns unterhalten, wie wir da auch andere Situationen uns kreieren können. Ja, dann hoffe ich nur, dass in den letzten Spielen alles gut geht und ihr im nächsten Jahr wieder in der ersten Bundesliga seid. Das würde mich freuen. Ja, ich auch. Vielen Dank.